Während einer Geburtstagsfeier im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann zunächst 6 Personen erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Insgesamt sind 7 Tote zu beklagen. Die Kinder auf der Feier blieben nach Behördenangaben verschont. Demnach hat der Mann auch seine Freundin erschossen. Der Vorfall habe sich in einem Wohnwagenpark in der Stadt Colorado Springs bei Denver ereignet. Die Polizei gab an, Details zum Geschehen für einige Stunden zurückhalten zu wollen, um zunächst Angehörige informieren und betreuen zu können. Das Blutbad ist eines der jüngsten in einer Reihe von ähnlichen Vorfällen in Colorado, so auch in Boulder. Dort musste sich ein Mann wegen 10-fachen Mordes in einem Supermarkt verantworten. Ebenfalls in Colorado hatten im Jahr 1999 2 Schüler 13 Menschen an der Columbine High School in Littleton erschossen. Im Jahr 2012 kamen in Colorado 12 Menschen bei einem Angriff auf ein Kino ums Leben.